Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ist einige Wochen her, wo wir was veröffentlicht haben. Liegt daran, Vorweihnachtsstress. Zwischen den Feiertagen willst du auch mal die Beine hochlegen, sozusagen rumgammeln, haben wir auch gemacht. Ja, aber jetzt geht's weiter. Ja, und bei dem Wetter, kalt, lausig kalt, machen wir einen Eintopf. Einen schönen Kohleintopf. Ich nehme es vorweg, weil es keinen Abspann heute geben wird. Haltet euch an euer Rezept, ersetzt das Fleisch vielleicht, das Gemüse, ist euch selbst überlassen. Wir haben den unter der Woche gemacht und der war total lecker. Haben 2 Tage davon gegessen. Ich hätte auch noch einen dritten Tag essen können, die Anne auch. Ja, probiert's einfach aus. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo unten rechts würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. So, jetzt sage ich jetzt einfach mal Schluss mit der Laberei. Video ab. Schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal. Für unseren Kohleintopf benötigen wir folgende Zutaten: 500 Gramm Rindergulasch. Ich schwenke hier so mal ein bisschen jetzt doller rüber. 100 Gramm Bacon, Butterschmalz zum Anbraten, ungefähr 150 Gramm Pastinaken, Tomatenmark, etwas glatte Petersilie, Weißwein, davon brauchen wir 250 Milliliter. Gemüsefond, da haben wir 400 Milliliter drin, 1 Kilo Weißkohl, was haben wir noch nicht, 2 Zwiebeln, Pfeffer und Salz zum Würzen, Lorbeerblätter, optional Kümmel, 1 Esslöffel und 3 Esslöffel Balsamico-Essig. Und daraus zaubern wir unser Süppchen. Unser Gemüse ist geputzt, die Pastinaken schneiden wir in Scheiben und die Zwiebeln in so Halbringe. Der Weißkohl wird in Streifen geschnitten. In einem Topf habe ich nun einen guten Esslöffel Butterschmalz erhitzt. Da rein kommt nun unser Rindergulasch. Die Speckwürfel. Und unsere Zwiebelringe. Das darf alles so nach 3-4 Minuten schön anbraten. So, ihr Lieben, das Fleisch, die Zwiebeln und die Schinkenwürfel sind gut angebraten. Jetzt macht die Anne noch ein wenig Tomatenmark rein. Ich muss mal ein bisschen weiter mitgehen. Ich puste mal, aber es gibt auch nichts mehr. Das war ein guter Esslöffel, ein sehr guter wieder mal. Wie immer. Das lassen wir jetzt leicht mit anrösten. Kann man das anrösten? Naja. Ja. Und dann löschen wir mit Weißwein ab. Nun lösche ich das Ganze mit Weißwein ab. Und der kann jetzt etwas einkochen. Wie lange meinst du ungefähr? 5-6 Minuten wird das bestimmt dauern. Okay, dann melden wir uns wieder. Mit dem Weißwein haben wir das Ganze kurz aufkochen lassen. Nun kommt unser Gemüsefond noch dazu. Und jetzt darf das Ganze eine Dreiviertelstunde, Stunde köcheln. So, nun geben wir unsere Gewürze, das heißt unsere Lorbeerblätter dazu. Auf Kümmel verzichten wir. Aber der kann optional halt dazugegeben werden. Dann kommen unsere Pastinaken dazu. Und natürlich unser Kohl. Nur, der Topf hätte größer sein können, glaube ich. Ich denke, den lassen wir ein bisschen einkochen und dann kommt der Rest dazu. Ja, so machen wir es, damit wir noch umrühren können. Genau. Und das Ganze darf jetzt, na, ich denke, eine Dreiviertelstunde nochmal kochen. Die andere Hälfte des Kohls ist nun auch im Topf gelandet. Nun würze ich das Ganze mit Salz und Pfeffer
Und ich denke, wenn das Ganze dann richtig schön gekocht ist, können wir nochmal abschmecken. Wie gesagt, das Ganze köchelt nun eine Dreiviertelstunde ungefähr vor sich her. So, ihr Lieben, eine gute Dreiviertelstunde später sieht unser Eintopf so aus. Ich gebe nun die klein gehackte Petersilie dazu. 3 Esslöffel von dem Balsamico-Essig. Mal gucken. So, 1, 2, 3 gute Esslöffel. Das Ganze rühren wir unter. Dann werde ich noch mal ein bisschen probieren. Mal gucken. Ich denke, ein bisschen Salz kann noch. Mal probieren, gleicher Löffel immer noch, aber wir essen ja nur alleine. Ja, perfekt, sag ich mal. Dann kann gegessen werden. Wir reichen eventuell ein wenig Weißbrot dazu. Mit Sicherheit. Und dann, wie gesagt, es kann gegessen werden. Kühnes Kochkanal.